Leute, hört ihr die Geräusche? Und ich sehe es auch in meiner Basis. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin mittlerweile ganz blau, irgendwie schon seit der letzten Folge. Und jetzt wird es immer schlimmer. Die Gedanken werden immer schlimmer, die Blackouts werden immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass meine Basis hier mittlerweile von Pilzen überfallen wird und hier irgendwie das Chaos einbricht. Ich sehe schon, Kroko, Calimero geht's nicht anders. Und wir haben uns jetzt mal zusammen gerufen, treffen uns jetzt mal zusammen, damit wir irgendwie eine Lösung finden, wie wir gegen dieses blaue Monster oder was auch immer, Krankheit blau oder wie auch immer man es nennt, hier irgendwie vorgehen können. Micha, du bist auch ganz blau. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, alle sind jetzt blau hier geworden. Also da kommst du aus dem Urlaub wieder und plötzlich sind wir alle total blau. Ja, ich habe schon gedacht, ob es irgendwie an der frischen Luft liegt, die ich hier nicht bekommen habe. Monatelang unter der Erde, jetzt nicht bewegt, nicht mal in der Sonne gewesen. Schau mal an hier. Ja, sogar dein Hintern ist blau, Kroko. Ich kann twerken. Ist der wirklich blau? Nee. Bisschen. Nein. Ich sehe es nicht. Ich will es auch gar nicht sehen. Okay, Miro, und du? Wie sieht's bei dir aus? Also, bei mir sieht es nicht wirklich besser aus, wenn ich auch mal mich nackig mache, dann. Ja. Ihm wäre es mal spannend zu wissen, was er da unter seinem T-Shirt. Egal. Ja. Egal. Bist du die letzte Probe? Ich würde mal bitten, mitzukommen, weil nachdem ich ja immer noch der König dieses Chaoses hier bin, habe ich mir überlegt, wie wir die Situation jetzt hier angehen. Es ist nämlich alles andere als schön, würde ich sagen. Das kann man, glaube ich, ganz sicher sagen. Kann ich nur zustimmen. Wir alle in Elytra, dann lass uns doch mal fliegen. Wir treffen uns oben, meine lieben, wie sagt man denn da? Liebes Volk, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben Schwarzes ist passiert, großes Drama. Es wird einem ständig schwarz vor Augen. Und es ist mittlerweile, also ich meine, uns wurde ja schon seit Wochen schwarz vor Augen. Und wir wussten ja, dass der Tag eines Tages kommen wird, an dem es nicht mehr so lustig ist. Und wir irgendwie ganz ausschauen wie Schlümpfe. Jetzt ist es soweit, aber es ist noch schlimmer. Es wird einem nicht nur schwarz. Ich höre die ganze Zeit Geräusche, die eher an ein Horrorspiel erinnern. Bei mir wird es auch immer schlimmer. Also jetzt, so schlimm wie es heute war, es noch nie. Und auch dieses Wabern vor Augen ist katastrophal. Ja. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Irgendwas tun. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht unbedingt einen riesen Zeitdruck, behaupte ich mal. Weil ich mal, also ich habe letztens noch gestreamt mit dem, habe zwar schon einige Beschwerden bekommen, dass einem da schlecht wird. Mhm. Also wir haben noch nicht so den Riesenstress, aber so langsam sollten wir uns überlegen, was wir tun. Die Klinik, hat die noch auf? Ne, die Klinik hat Gott sei Dank, die hat der Übergangskönig Gott sei Dank beendet. Ich weiß es nicht. Ich weiß also es auch nicht. Frische Luft? Ja, also ich hatte den Test gemacht. Ich bin nach draußen geflogen und habe Sand gebuddelt. Ja. Und das so 10, 20 Minuten lang. Nichts. Keine Geräusche, kein Wabern. Aber mir ist auch aufgefallen, desto tiefer man gefühlt ist, desto schlimmer wird es. Kommt mal mit. Okay. Ich hatte gerade das Gefühl, also ich finde, hier oben geht es relativ gut. Aber wenn wir jetzt stellen wir uns mal zum Beispiel in mein Lager rein. Das ist ja fast auf Grundlevel. Ja. Ja, ich höre. Zack, und schon. Geräusche und schummrig. Wieder. Ja. Schummrig geht noch, aber Geräusche. Ja, okay. Okay, jetzt wird schummrig. Ja. Ein bisschen auch davon ab, wie tief wir sind, habe ich so das Gefühl. Geht's noch tiefer? Weiß ich nicht. Also. Bedrock. Boah, Gott, die. Okay. Die Sounds. Ja. Die Sounds also, sind hier. Früher oder später müssen wir uns irgendwie heilen. Und ich hatte hier oben, wir können ja mal ganz kurz zu Alba rauffliegen. Da oben ist? Ich hatte dem Alba eine Nachricht hinterlassen, dass er doch bitte ein Heilmittel finden soll, etc. Aber er hat sich nie gemeldet. Oh, Entschuldigung, hier, Heilmittel, bitteschön, Wetterkönig. Er hat sich nie gemeldet, deswegen können wir das vergessen. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich selbst auf die Suche machen. Und eine Sache, die auf alle Fälle schon mal hilft, dass wir keine Symptome in dem Sinne haben, ist an der Oberfläche sein. Ich weiß nicht, bei Lars hat es funktioniert, der wurde weniger blau. Er war allerdings nie ganz blau, so wie wir. Insofern weiß ich nicht, ob es uns genauso geht, aber wir sollten früher oder später in den nächsten Tagen an die Oberfläche. Würde ich jetzt einfach vorschlagen. Ja, das klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan. Wir können es ja probieren und wenn nicht, geht's wieder runter. So, Jungs, nachdem wir noch so gemeinsam auf dem Haufen sind, sollten wir das doch mal nutzen und einen trinken gehen. Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall. Die Taverne hat zwar geschlossen, aber ich bin mir sicher, sie hat noch das ein oder andere Bierchen im Regal. Das ist schlecht. Nicht schlecht. Aber mir wird schlecht. Gerade den Schwummer-Effekt bekommen. Oh, und das im Fliegen erst schwarz. Ja, genau, das ist mir passiert. Das ist nicht gut. Ey, die Geräusche.
Echt Da ist schlimm. auch ein blauer Pilz. Ja, bei mir in meiner Die Basis sind auch. Ich habe es auch schon gesagt. Die überall. sind mittlerweile überall. So, ich bin so Ich frei. glaube, es ist einfach aus dem Regal. Ich gebe einfach eine Runde aus, ja. Zack. Das finde ich gut. Ich sehe schon wieder nichts. Ah, mir ist auch scheißegal. Boah, hey, es wird Es echt wird immer schlimmer. gefühlt ständiger. Ich habe mich schon Ja. Okay, also. geklaut. Dann Dann. trinken wir auf zukünftig weiterhin gute Zusammenarbeit und hoffentlich, dass wir das Heilmittel finden. Ja, auf gesund und munter sein. Yay, Brust, Brust. Prost. Oh. Oh, Au! das war ich. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte Ich nur diese dachte, Fackeln entfernen. ich habe jetzt gerade einen Schock bekommen. Wenn immer waren so laute Geräusche, dachte ich mir, oh Gott. Ey, Ja, die Geräusche gut. sind aber jetzt dauerhaft, ne? Warte mal. Ich höre sie die ganze Zeit fast. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Stream hatte ich es ultra krass. Aber jetzt ist es auch ziemlich stark noch. Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, geht jeder wieder seinem Tageswerk nach. Machen Und wir. wir sehen uns einfach. Oh Gott, ich bin schon wieder schwarz vor Augen, hey. Ey, jetzt kriege ich hier Damage. Was soll das? Habt ihr das gerade gesehen? Ich höre euch, ich höre euch, ich höre euch. Ist euch das auch passiert? Ja. Ja. Damage. Gift. Ist aber jetzt neu. Ich gehe mal schon wieder. Uiuiui. Was ist denn das? Vor allem ist es so Gift, Gift, kurz. Gift, 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 Gift. Wir können Honig, oder? Warum? Ja, Honig, 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 oder? Hilft Honig gegen Gift? Med ist Okay. gut. Med ist gut. Okay, Wir ich bin brauchen super das Honig. Med. Ey, Ja, okay. ich hab nur noch Hälfte Leben. Ich bring Hier. Med. Ich Ich bring muss ganz meine viel Med. Elytra Okay, du ausziehen. bringst Ich muss Med. meine Ich Elytra dann. ausziehen. Wenn. Hilft das was? Hilft Rüstung Ja, gegen ja, 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 Gift? ja. ja. Okay, guter Ich, Tipp. zumindest gegen den Schaden. Ach, ich trinke schon mal Okay. Med. Wo Ja, habt ihr ich das tue es Med zwar nur her? ungern, aber da muss ich die Krone runter. Also ich mache Heiltränke. Ich bin also Heiltränke. hier Oh Instant Gott. Health habe ich. Janus, Da wo seid ist ihr? Zeug drinnen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Bei Kroko unten im Lager. Er versucht sie gerade zu brauen. Gott, 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 Gott. Oh Ich Gott, oh Gott, oh hab Gott, oh Zeug Gott. sogar. Schau Ich mal. hab auch noch ein bisschen Die Med für euch. habe ich aus dem Ende. Dankeschön, hier. Okay, danke. Es ist ja brutal. Ich glaube, wir müssen spontan umplanen. Wir hauen Ich ab. bin fast tot. Hier, Also hier, das hier, Herz, hier, ich hier. überlebe das Du hier musst nicht. die Rüstung, du musst die Lüge rausziehen, du musst die Lüge rausziehen. Und immer goldene Rüben essen. Ich habe auch noch irgendwo goldene Äpfel. Ja. Da sind noch zwei drin, aber ich habe noch eine ganze Kiste voll. Warte mal, fix. Und dann hauen wir ab, wir gehen raus. Ich würde aber vorschlagen, nehmt noch mit, was ihr braucht. Schnappt euch noch ein paar Sachen. Ich muss meinen Hammer noch mitnehmen, vor allem. Ja, Schnappt euch ein paar gute Sachen. Idee. Warte mal, nicht wegrennen, nicht. Hol euch, ich gebe euch goldene Äpfel. Komm Okay, her. es geht. Aktuell ist es auch okay, aber du musst wirklich keine Elytran haben, So, sonst wird's jeder sieben kritisch. Stück. Ich habe noch mehr, aber ich denke, sieben reichen erstmal. Ja, danke, Ja, danke. locker, danke. Boah, hey. Essen, 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 nicht vergessen. Ja. Ja, es mir wird schon wieder schwummrig, jetzt kriege ich wieder Damage. Man sollte normalerweise bei solchen Sachen immer gleich rausrennen, aber ich will noch die wichtigsten Dinge mitnehmen, wenn ich hier Ich schaffe das rausgehe. nicht, bis zu meinem Gang zu gehen. Ich würde jetzt nach oben. Fliegen kann ich nicht mehr. Wollen wir die Bahn nehmen? Wir können die Bahn nehmen, ja. Kroko, wo ist denn der Wir können schnellste die Weg von Bahn. dir zu deiner Bahn? Oh, Weil. wir können aber auch hinten raus bei mir. Ich will meinen Hammer! Ich will meinen Hammer! Ich will Lass auch mich zu meinen meinem Hammer. Hammer! Alter, Nee, der ich Hammer gehe nimmt nicht ohne Special meinen Hammer. Items. Ich gehe auch nicht ohne meinen Sollte man Hammer. niemals tun, Leute. Wenn bei so einer Gefahr sollte man raus, aber hey! So, Es jetzt halt. brennt. Ah, ich brauche nur meinen Hammer. Okay. Naja, wir sind gute Vorbilder, wie immer. Wo geht's denn jetzt hin? Ich sehe Ich hab nichts. meinen Ich Hammer. Ich bin komm. gerade nicht vergiftet. Bei mir ist gerade alles gut. Bei mir ist gerade alles Bei easy. mir ist Alles auch easy. alles gut. Ich würde sagen, wir flüchten hinten raus. Wir machen keine großen Eskapaden. Wir gehen hinten bei mir raus. Fertig. Ich sehe so gut wie nichts. Alles Ja, ich schwarz. sehe auch Ja, wisst nichts. ihr, wie ihr durch den. Ja, ihr wisst, wie ihr reinkommt, ne? Ja. Ja. Dann würde ich Raus vorschlagen, ich hier. hole mir noch ein Boot zur Sicherheit. Upsala. Ja, Boote sind immer gut. Nimm noch mal ein zweites bitte mit, damit wir fahren können. Sonst Ja, wird's ich habe schwierig. ein Boot. Ey, mir wird selbst hier beim Fahrstuhl schwindelig. Ich krieg die Tür nicht auf, ich bin zu dumm. Ah, da ist Okay. ein Boot, sehr gut. Nein. Ich glaube, die Sonne geht unter. Und ich kriege hier oben immer noch leichten Damage. Ja, ich habe auch Schaden Ich bekommen. esse nochmal, aber ganz ehrlich, bei mir lief es, glaube ich, relativ gut. Ehrlich, die Kommentare waren voll damit. Wir schauen aus wie Womit? Schlümpfe. Warum sehen wir aus Ja. wie Schlümpfe? Wir sind doch nur ein bisschen blau angelaufen. Weil wir ein bisschen blau angelaufen sind. Ich habe eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir hier oben, während wir auf der Suche sind nach einem Heilmittel, beziehungsweise uns versuchen zu kurieren, wenn wir dann einfach so tun, als wären wir Schlümpfe und so ein Oh Schlumpfdorf ja. Achtung, bauen, da kommen irgendwie. ganz wieder Monster. Und ich habe natürlich nie ewig geschlafen hier.
Ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, auch kein Bett oder so dabei. Ich habe auch kein Bett dabei, wir sind. Okay, lasst uns auf hohe See stechen. Ich habe ein Boot, ihr habt ein Boot. Los geht's. Okay. Lasst uns damit. Wir düsen weg. Bist du drin, Calimero? Ich habe eine Idee. Fahrt mir mal hinterher, ich hab deine schöne Idee. Okay. Ja, bei mir gab es auch die Kommentare, vor allem als ich meine Gartenzwergzipfelmütze aufgesetzt hatte. Einmal noch aus Versehen. Das muss ich schon sagen, fast ein bisschen wirklich nach Schlumpf aus. Hast du die mitgenommen? Schlumpfmutzen. Nein, die ist noch unten. Ich weiß nicht, ich muss sowieso noch. Ich weiß nicht, wir müssen doch irgendeine Möglichkeit haben, irgendwann mal wieder zurückzukommen, oder nicht? Also, ich habe mein Inventar voll mit Heiltränken jetzt. Die habe ich schnell unten. Wir haben goldene Äpfel. Hast du noch Met, Calimero? Ich habe noch Met dabei. Warte, ich fahre in die falsche Richtung, gut, dass ich gerade auf die Map geschaut habe. Okay. Wir fahren einfach hinterher. Weil dann sind wir ja rein theoretisch ganz gut aufgestellt und könnten nochmal eine Expedition nach unten machen, wenn wir ein bisschen koordinierter sind. Nicht so chaotisch wie gerade. Mhm. Ja. Aber jetzt führe ich euch erstmal in unsere neue Heimat. Ich habe da eine Idee. Ich bin gespannt. So, hier ist noch ein Wrack. Ich glaube, das habe ich schon mal gelootet. Hast du eigentlich schon alle Schätze gefunden, Calimero, von den Schatzkarten, die ich dir vermacht habe? Noch nicht ganz. Ich glaube, ein paar sind noch übrig. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in unserer neuen Heimat, dem dunklen Wald mit den Pilzen. Oh. Also, Schlümpfe wohnen doch in Pilzhäusern. Das stimmt, hier ist ja die Menschen, ich erinnere mich. Ja, also das Ganze ist zweigeteilt. Ne? Auf der einen Insel ist die Menschen und auf der anderen Seite ist so eine kleine... Warte, fahrt mal noch mal ein Stückchen mit. Wir können uns entweder bei der Menschen... In der Mansion würde ich mich jetzt nicht niederlassen, das finde ich irgendwie Schlumpfdorf machen, das ist doof. Ich würde tatsächlich, also wir können entweder auf die Seite von der Mansion gehen, aber wenn man, ich weiß nicht, habt ihr die Map, wenn ihr da drauf schaut, es gibt rechts auch noch so einen Teil, den finde ich eigentlich cooler und es gibt so eine kleine Insel, ich zeige euch das jetzt, und da könnte man abholzen, ich seh's. Also man könnte diese kleine Insel abholzen und dort so ein kleines Minidorf draufbauen, das finde ich eigentlich ganz süß. Komplette Insel abholzen oder erstmal nur den Bereich, wo wir wohnen wollen? Die Insel ist nicht so groß, wenn wir von der gleichen sprechen. Komm, wir fahren. Ah, ich seh's. Ja, bei mir ist. Ich habe noch nicht alles aufgedeckt hier scheinbar. Ah, okay. Das kommt jetzt erst. Du meinst die jetzt rechts von uns ist, ne? Nee, pass auf. Nee, dahinter. Dahinter ist noch eine. Ah, okay, nee, die habe ich natürlich noch nicht gesehen. Die ist klein. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn wir das nehmen und dann ne? Fände ich eigentlich ganz süß. Und vielleicht laden wir dann auch unseren Mindera-Dude ein, wenn der Lust hat. Der gehört ja dazu, zur Truppe, sonst. Richtig. Sonst sind die vier Zwerge nicht vollzählig. Der ist das Inselleben ja schon gewohnt. Oh, und hier drunter haben wir auch einen Lush Cave, schau mal. Ja, da war ich auch schon. Da warst du schon? Yes. Ah. Hier, die meine ich. Was haltet ihr von dieser Insel? Ja, die sieht perfekt aus. Ja, okay, die ist wirklich nicht groß. Und das da, wir müssen ja auch erstmal noch gar nicht alles wegholzen, aber rein theoretisch, glaube ich, wäre das hier doch ein ganz, ganz feiner Ort. Ja, finde ich auch. Definitiv. Ich glaube, wir müssen als erstes mal irgendwie eine Möglichkeit finden, hier zu schlafen. Weil das Blätterwerk ist so dicht. Hier werden jetzt die Monster... Wartet mal. Ich schau mal ganz kurz, was ich dabei habe. Ja, ein bisschen Wolle wäre schon cool. Oh, wir können spinnen. Ja, schaut mal sogar in euren Farben. Bitte bedient euch an der Box hier. Sehr cool. Holz habe ich auch. Weiß, drei Stück. Werkbank habe ich auch. Achtung, da sind überall Creeper und so weiter. Ja, ich pass auf. Calimero, kannst du mir ein Bett mitcraften? Hier, warte, die weiße Wolle, die drei Stück. Ich guck mal, ob hier irgendwo noch... Hey, Kindergarten. Viecher sind. Ich muss noch kurz den Creeper hier wegmachen. Oh, Entschuldigung. Oh, guter Schuss. Ich kann meinen Hammer nutzen. Ist auch eine schöne Einweihung. Naja, auf jeden Fall. Aber wir machen, aber es ist machen jetzt, den Raid noch. Das ist ja hier erstmal ein Notfall. Noch. Also, Jungs, was ist jetzt der Plan? Ja, ich würde sagen, hier Stück für Stück. Also ich würde tatsächlich die Insel sogar freiholzen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde sie komplett abholzen. Dann haben wir auch genug Baumaterial. Und dann schauen wir uns einfach an. Also die Pilze können wir erstmal stehen lassen. Ja, lass die erstmal stehen, weil wenn wir Pilze aufbauen, dann brauchen wir eventuell was davon. Ich werde auf alle Fälle... Oh nein, mein ganzes Knochenmehl ist nicht dabei. Ich habe so viel Knochenmehl, so viel Knochen und alles. Aber Kroko, wir müssen so oder so nochmal zurückgehen. Dann nehmen wir alles mit, was wir brauchen. Weil dann können wir hier Pilze, also wenn wir Schlümpfe machen, dann möchte ich schon mit diesen Pilzblöcken mit unterbauen. Ja gut, ich muss dann sowieso nochmal runter. Ich will dann Tuff lass uns, und Zeug. Lass uns eine Liste machen mit allem, was wir holen noch müssen. Dann holen wir das einmal mit Plan. Also da habe ich zum Beispiel eine Kiste, die könnte geil sein. Schaut mal. Oh. Ja.
Die könnte gut sein. Ich habe mal kurz in der Kiste gemacht. Wollen wir... Oh, Entschuldigung. Einfach kein Grund, sie zu klauen. Wollen wir hingehen und kurz die Insel zusammen platt machen? Ja, unbedingt. Okay, unbedingt. Ich habe hier eine Kiste getan. Wir können das Holz da reintun. Und da würde ich dann sagen, geben wir jetzt hier ein Glas. Ja, machen wir. Legen wir los. Jungs, wir haben's. Ich glaube auch. Also, wenn ich auf meiner Karte gucke, ist hier kein Baum mehr da. Also, kein schönes Umweltvorbild natürlich. Das sollte man nicht recht machen. Nee, wir sind in Minecraft. Manchmal ist es anstrengend, dass man sich immer rechtfertigen muss. Aber es ist Minecraft. Wir können hier tun, was wir wollen. Genau. Ja, also, wir haben auch, ne? Jetzt war Spaß. Okay. Ja, was ist jetzt der Plan? Wollen wir hier wirklich unser Zwergendorf, jetzt komme ich schon durcheinander, unser Leben als blaue Schlümpfe fortsetzen und hier ein Schlumpfdorf bauen? Ja, unbedingt. Ich habe zwar noch überhaupt keinen Plan, außer dass ich unbedingt ein Pilzdorf bauen möchte, so ungefähr. Ja. Aber ich werde jetzt dann einfach mal noch mir ein paar Gedanken machen, was wohin kommen kann und mal schauen und mir Überlegungen machen. Ein paar Kleinigkeiten habe ich mir schon vorgenommen, wo ihr sicher nichts dagegen habt, die werde ich schon anpassen. Und vielleicht können wir uns bei Zeiten einfach noch mal treffen oder einfach eine kleine Brieftaube austauschen, was für Ideen wir hier haben und dann entsprechend loswerkeln. Das hört sich gut an, bin ich dabei. Und dann dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir Stück für Stück auch mal schauen müssen. Wir müssen schauen, ob wir weniger blau werden. Und wir müssen uns überlegen, wie wir das Thema unten loswerden. Weil mein Thronsaal muss fertig werden, okay? Ich bin auch noch nicht fertig. Mein schwarzes Board ruft, da ist noch so viel Aufgaben drauf. Genau, also wir dürfen nicht vergessen, wir sind zwar gerade ganz, also ich bin vor allem sehr happy, dass wir gerade die Sonne sehen und hier alles an der Oberfläche sind. Das ist eine schöne Abwechslung, aber wir dürfen nicht vergessen, was unser Plan ist. Also wir bauen ein bisschen, aber wir sollten die Augen offen halten und überlegen, wie wir vorgehen, okay? Gut, ja. Hört sich nach einem Plan an, machen wir so. Jungs, dann jeder wie er will. Los geht's.